Land, also Deutschland, die Bundesrepublik ist ja eine Kreation der Alliierten nach dem Krieg und allen voran die Amerikaner. 50 wurden die Pariser Verträge geschlossen, die den Besatzungsstaat, das Besatzungsstatut aufgehoben haben. Weil Konrad Adenauer seiner Bevölkerung zeigen wollte, damit ist jetzt Schluss. Moment. Und die USA wollten aber fast gleiche Rechte behalten wie vorher. Deshalb sind Geheimabkommen geschlossen worden. Und die sind nicht mal beim 2-plus-4-Vertrag aufgekündigt worden. Und darauf basiert das Ganze. Auch, dass sie Drohnen losschicken und auch die Tätigkeit der Geheimdienste. Genau. Wir müssen diese Geheimverträge kündigen, um unsere Souveränität vorherzustellen. Da kommt eine Frage aus dem Netz, Herr Altmaier. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Verfügen die Alliierten noch über die Sonderrechte für die Überwachung? Wir fragen bei mehreren Ministerien nach. Nur das Bundesinnenministerium antwortet ausweichend. Zitat: Aufgrund der Komplexität der Sach- und Rechtslage ist derzeit keine abschließende Bewertung möglich. So bleibt der Verdacht, dass Geheimabkommen zwischen Deutschland und den drei Westalliierten noch immer gelten und das 2 Jahrzehnte nach Erlangung der vollen Souveränität. Schon erstaunlich, dass wir auf eine Frage nach der Souveränität Deutschlands von mehreren Behörden nur ausweichende Antworten bekommen. Aber das Verhältnis müssen wir doch mal klären. Ich meine, ich muss Ihnen mal ganz ernsthaft sagen, dass das Besatzungsstatut immer noch gilt. Wir haben nicht das Jahr 1945, wir haben das Jahr 2013. Könnte man das nicht mehr aufheben und die Besatzung Deutschlands beenden? Also ich finde, es wird höchste Zeit. Also ein paar mutige Schritte müssen gegangen werden. Und mich stört auch, dass unsere Bundeskanzlerin nichts macht. Die müsste jetzt ja eigentlich täglich mit Obama telefonieren und versuchen zu klären, um dann der Bevölkerung zu sagen, das wird so und dann beendet. Aber nichts hört man. Herr Foschoput, Sie vertreten die These, dass die USA die Kanzlerin rein rechtlich betrachtet sogar abhören dürfen. Das haben Sie auch in Ihrem Buch vor einem halben Jahr schon beschrieben. Können Sie uns das kurz erläutern? Ja, diese Abhörgeschichte geht ja zurück bis in die Anfänge der Bundesrepublik. Und zunächst kamen die Siegermächte als Besatzer nach Deutschland und haben selber bestimmt, was sie taten. Und so konnten sie abhören und zensieren, was sie wollten. Dieser Prozess endete dann 1955 in einer gewissen Weise, weil dann das Besatzungsstatut abgeschafft wurde. In einem Deutschlandvertrag wurden neue Regelungen aufgegriffen, aber darin enthalten waren interessanterweise Vorbehaltsrechte. Und unter anderem wurde da auch den Alliierten vorbehalten, dass sie in Zukunft weiterhin den Post- und Fernmeldeverkehr überwachen dürfen und sich als Geheimdienst in Deutschland frei bewegen können. Und daneben gab es jetzt eine ganze Reihe anderer Verträge. Ich will nur sagen, das Recht zur Stationierung von Truppen in Deutschland wurde damals auch in einem sogenannten Aufenthaltsvertrag geregelt. Ein weiterer Vertrag kam hinterher dazu, das war der NATO-Vertrag. Und da machten wir einen speziellen Zusatzvertrag mit den Alliierten, wo wiederum das Recht auf Durchführung von Überwachungsmaßnahmen garantiert war. Und jetzt mache ich einfach einen großen Sprung. Das geht so eigentlich weiter durch die ganze Geschichte. Ja. Das Spannende ist nun, dass bei den 2-plus-4-Verhandlungen, also 1990, als es um die Frage der Wiedervereinigung Deutschlands ging, der Deutschlandvertrag, obwohl wir jetzt frei und souverän wurden, eben durch Noten, Austausch von Noten, beibehalten worden ist. Und zum Zweiten auch der Aufenthaltsvertrag. Und seitdem befinden sich also die Amerikaner in unserem Land nach wie vor, ich sage es salopp, auf Besatzungsgrundlage. Das heißt, es ist kein Vertrag zwischen gleichberechtigten Staaten gewesen, sondern der Bundeskanzler Kohl hat mit den Alliierten, weil er natürlich die Wiedervereinigung gerne wollte, deren Wunsch erfüllt und sagt, wir machen keinen Vertrag über die Stationierung der Truppen hier, sondern der alte Vertrag gilt fort. Und seitdem haben wir auch hier in der Bundesrepublik gewissermaßen die Militärbasen der USA als exterritoriales Gebiet. Und das heißt, sie haben die Lufthoheit darüber, sie können auch von dort aus abhören, sie können vor allem sagen wir, amerikanisches Recht anwenden, sie haben Bewegungsfreiheit in ganz Deutschland, sie können ihr Material über die Rhein-Main Airbase in die USA schaffen und so weiter und so weiter. Also hier hat es enorme Konsequenzen, das ist das Wichtige an der NSA-Affäre, für die Frage der Souveränität der Bundesrepublik und zweitens für die Frage der Rechtsstaatlichkeit. Warum sind denn diese teils uralten Gesetze nie überarbeitet worden? Weil es hier natürlich immer um ein Ober- und Unterverhältnis gegangen ist. Das heißt, es waren Besatzer, Siegermächte da und die hatten natürlich ein Interesse nach dem Zweiten Weltkrieg,
Deutschland gewissermaßen so zu zähmen, dass von Deutschland nicht wieder eine Gefahr ausgehen würde. Und dann hat man die geostrategische Lage Deutschland genutzt, um natürlich von hier aus auch Osteuropa und den Kommunismus abzuhören und abzufragen. Und insofern wurde Deutschland, wie es ja jetzt heute auch nochmal deutlich geworden ist, oder in dieser Affäre, zu einem am meisten überwachten Land in Europa. Wie leicht oder schwer wäre es denn, solche Gesetze zu ändern? Da müssen wir jetzt ans Eingemachte gehen. Wir müssen also das, was wir versäumt haben, also in den verschiedenen Phasen unserer Geschichten, kritisch aufarbeiten. Denn die alliierten Rechte sind schon richtig in deutschem Recht drin. Wenn die Bundeskanzlerin sagt, in Deutschland gilt deutsches Recht, dann heißt das, die alliierten Interessen sind in dem deutschen Recht verankert. Also wir müssen da gar nicht lange hermachen. Sie haben auf der Grundlage dieses Rechts die Möglichkeit zu überwachen. Und das ist ein ganz spannender Prozess. Was müssen wir tun? Wir müssen zum Beispiel den Deutschlandvertrag neu verhandeln bzw. abschaffen endlich. Das ist ja ein Relikt aus der Besatzungszeit. Den Aufenthaltsvertrag neu verhandeln. Das heißt, es kann nicht sein, dass die amerikanischen Truppen hier gewissermaßen in einem rechtsfreien Raum in Deutschland weiterhin agieren dürfen. Und erst dann werden wir in der Lage sein, das zu verhindern, was wir verhindern wollen, nämlich eine permanente Ausspähung auch der deutschen Bevölkerung. Wieso denn? Ich gehe schon seit 30 Jahren davon aus, dass ich abgehört werde von BND und CIA und alle möglichen, gar nicht von KGB zu reden. Ich war, als Journalisten werden wir ganz sicher abgehört. Ich weiß noch, Herr Möllermann, vor seiner letzten Wahl, hat mir erzählt, das war kurz nach der Wende, hat mir gesagt, passen Sie auf, Mr. Jordan, Sie werden sehen, dass in der nächsten Wahl werden einige Abgeordnete, die einen sicheren Listenplatz haben oder einen sicheren Wahlkreis haben, werden nicht mehr kandidieren, weil es rausgekommen ist in der Wende, dass kurz vor der Wende die Stasi oder Markus Wurf hatten alle Telefone und Internet nicht, aber alle Telefone und Faxe und alles in Bonn angefaxt. Ja. Mhm. Und da mussten sehr viele Abgeordnete fürchten, dass sie erpressbar waren. Ja. Und es kam so. Da waren sicherlich mehr als eine Handvoll von Abgeordneten, die sich nicht wieder aufgestellt haben. Und als ich das hörte, spätestens als ich das hörte, habe ich gesagt, ich werde sicherlich auch abgehört. Sie werden auch abgehört. Wir haben Zwischenglieder, Machtzwischenglieder, transatlantische Machtzwischenglieder, die dafür sorgen, dass die deutsche Politik und die deutsche Öffentlichkeitsarbeit im Fahrwasser der Amerikaner läuft. Das ist zum Beispiel die Atlantikbrücke. Das ist eine sehr, sehr wichtige Organisation, wo führende Politiker von links bis rechts drinnen sitzen und gebrieft werden dafür, dass sie ihr Schaffen auf keinen Fall anti-amerikanisieren. Fast diese gleichen Worte stehen in den Vertragsbedingungen jedes Journalisten, der bei Springer anfängt. Da steht drinne: Ich verpflichte mich, kein schlechtes Wort gegen Amerika zu schreiben, und ich verpflichte mich genauso, kein schlechtes Wort gegen Israel zu schreiben. Wenn das ein Journalist macht, kann er von heute auf morgen ausgesetzt werden. Wir haben gleichzeitig natürlich auch Gruppen wie Medientaikune, die, wo man sagt, wo haben die das Geld denn auf einmal alles her? Die sich dann einkaufen und mal ganz schnell eine ganze Senderfamilie in Deutschland einkaufen, wie Chaim Saban. Chaim Saban ist amerikanisch-israelischer Doppelpassbürger. Chaim Saban, seine Entourage zumindest, gibt damit an, dass sie beste Verbindungen zum Mossad haben. Er hat Milliarden in seiner Tasche und keiner weiß genau woher. Der Punkt ist, er geht nach Deutschland und kauft sich Sat.1, Pro7, Kabel1, DDP und so weiter und so fort. Macht natürlich damit auch Meinung, schafft Meinung, ganz bewusst. Ich glaube, als letzten Punkt auch versucht man dann Politiker ganz bewusst zu kaufen oder halt eben vor allen Dingen Mediengrößen zu kaufen. Wenn das nicht gelingt, wenn die Leute halt eben dann kompromittiert, was wiederholt der Fall gewesen ist. Gerade jetzt vor den neuesten Erkenntnissen zum Fall Kampusch in Österreich kann ich sagen, dass es verschiedene Kinderhändlerringe gegeben hat, die immer wieder aufgetaucht sind an Orten zentraler Macht, wie zum Beispiel in Brüssel oder in Washington, wo man hinterher gemerkt hat, da wurden minderjährige Politikern oder Medienleuten zugeführt, es wurden heimlich Fotos davon gemacht und dann hat man die Leute dann auch im Sack gehabt. Wenn die irgendwann nicht mehr so mitgespielt haben, dann haben die am nächsten Tag ein Foto bekommen, ein Polaroid, und dann haben die wieder mitgespielt. Oder nehmen wir noch was anderes. Wir hatten immer eine sehr, sehr starke Linke bei uns, eine linke Medienkultur.
Diese linke Medienkultur brach 91, 92 wie eine Seifenblase auseinander. Und ich habe mich gefragt, was passiert hier eigentlich? Die Leute haben doch immer sehr kritisch Bericht erstattet gegenüber der amerikanischen Außenpolitik. Und es war damals auch angesagt, kritisch zu bleiben, weil das war die Zeit, 92, des Kriegs gegen den Irak. Und für meine Begriffe klar nachzuvollziehen, warum die Leute eingeknickt sind, zum Jahr 92 gab es die Affäre um die Stasi-Akten. Und zwar die sogenannte Rosenholz-Akte. Das war eine riesengroße Datei, wo die ganzen westlichen Mitarbeiter der Stasi drauf geführt wurden. Und diese Leute mussten natürlich Angst haben, dass sie mit ihrer Vergangenheit konfrontiert wurden. Diese Akte gab es, die DDR brach zusammen, Kohl ging hin nach Ostberlin und sagte, ich hätte gerne die Akte, und die sagten, die ist schon weg. Und die Akte landete in Amerika und in Israel. Und wurde genutzt. Und von heute auf morgen, als Amerika dann seinen Irakkrieg geführt hat, knickten dann die ganzen Altlinken ein und schrieben Hurra-Berichte für den amerikanischen Krieg. Hätten sie es nicht getan, hätten sie am nächsten Tag ihre Stasi-Akte auf dem Tisch gehabt, respektive in der Öffentlichkeit. 25. Militärparade der Westalliierten in Berlin. Mit der traditionellen Militärschau demonstrieren Amerikaner, Briten und Franzosen ihre Solidarität mit den Berlinern. Auf der Ehrentribüne nahmen der regierende Bürgermeister Diepgen und die drei alliierten Stadtkommandanten den Vorbeimarsch ab. Die Parade, an der 2750 Soldaten teilnehmen, unterstreicht auf besondere Weise die Bereitschaft der Westalliierten, Berlin zu schützen. Nur 1988 habe ich Gespräche im Weißen Haus geführt und auch zusammen mit allen Verteidigungspolitikern der CDU, CSU bei der CIA, wo man uns gesagt hat, das, was die Russen militärisch in Europa machen, ist seit Ende des Zweiten Weltkrieges nichts anderes als die Verteidigung von mütterschen Russland gegenüber den Erfahrungen, die man mit Hitler gemacht hat und gegenüber den Erfahrungen, die man mit Napoleon gemacht hat. Man hatte uns jahrzehntelang was anderes gesagt, auf einmal gab es eine andere amerikanische Beurteilung. Und diese neuen amerikanischen Beurteilungen, je nach der Interessenlage, die die Vereinigten Staaten selber haben, das hat die Zukunft bestimmt. Das waren Interessenlagen, die sich mit unseren Interessenlagen nicht immer deckten und immer weniger gedeckt haben. Der russische Politiker und Duma-Abgeordnete Jewgeni Fedorow gab am 26. August 2013 dem bekannten Internetportal Pozna Wotelnaya TV ein Interview, das folgende Passagen enthält. Zitat: Deutschland ist nichts weiter als eine amerikanische Kolonie. Das deutsche Volk kann verlangen, was es will. Das ändert nichts an der Tatsache, dass die deutschen Geheimdienste und Militärs nur eine Filiale des CIA und des US-Verteidigungsministeriums sind. Nicht mehr. Die deutschen Geheimdienste und das Militär interessiert nicht im geringsten, was Merkel sagt, weil ihre Posten und Karrieren nicht von Merkel abhängen, sondern von den USA. Die deutschen Generäle und Geheimdienstchefs werden von den USA sorgfältig ausgewählt und kontrolliert. Ihre Posten und Karrieren in Deutschland hängen von den USA, man möchte hinzufügen, und von Israel, US-Israel, ab. Und nicht von deutschen Bundeskanzlern oder deutschen Regierungen. Deutschland ist eine ganz gewöhnliche Kolonie der USA, wie viele andere Länder auch. Übrigens gibt es in Deutschland auch eine nationale Befreiungsbewegung, wie wir sie auch in Russland haben. Und die deutsche Befreiungsbewegung versucht öffentlich Themen anzusprechen, die die deutschen Goldreserven im Ausland betreffen, sowie die Frage der deutschen Volkssouveränität und das Recht auf selbstständige Verwaltung des deutschen Territoriums. Und sie fordert den Abzug der US-Besatzungstruppen aus Deutschland. Im Unterschied zu Russland wird Deutschland direkt von US-Truppen besetzt gehalten, die dort immer noch stationiert sind.